Hallo, ich bin der Amuno vom Produktkritiker.de und ich wollte euch heute mal meinen kleinen neuen Mini-Tresor vorstellen. Hier ist nochmal die Domain Produktkritiker.de. Wenn ihr vorbeikommen wollt, ich würde mich freuen. Gibt immer wieder kleine Kritiken zu Produkten, die ich selbst besitze und die ich selbst ausgetestet habe. Also nicht irgendwie im großen Stil für irgendeine Firma oder sonst irgendwas, sondern Zeug, was ich einfach selbst auch im Alltag verwende. So, unter anderem jetzt diesen riesigen Tresor. Also ihr seht dahinter das Netbook. Das würde schon mal nicht reinpassen. Ist ein Mini Vault Safe and Secure, keine Ahnung. Hier unten stehen gleich die Maße noch dabei. Das sind 23 x 17 x 17 cm. Und ihr seht, also meine Hand davor, eine Festplatte geht rein und wahrscheinlich auch noch ein paar USB-Sticks, wenn ihr jetzt irgendwelche Dokumente, schriftliche Papiere habt oder sowas. Dafür taugt er nicht. Aber wie gesagt, um eine Festplatte oder ein paar Daten in Sicherheit zu bringen oder den Zugang zu erschweren, praktisch als Backup-Store, tut das Ding vollkommen. Die interne Verschraubung des Schlosses ist jetzt nicht so prickelnd, aber wir haben immerhin hier zwei ordentliche Bolzen mit circa, ich schätze mal 1,5 cm Durchmesser. Die greifen hier auch sehr ordentlich ins Schloss. Keine Griffe, okay. Wie ihr vielleicht hier hinten seht, haben wir zwei rückwärtige Löcher zur Verschraubung in der Wand. Unter diesem Einlagenteppich, ich nehme den gerade mal hoch, befinden sich zwei weitere Löcher, um den zu befestigen. Dabei sind zwei Schlüssel und zur Befestigung, die habe ich hier oben liegen, ich zeige die gerade mal, sind zur Verschraubung in der Wand nochmal zwei Bolzen. Wenn ihr jetzt so eine normale Rauputzwand habt, dann ist das relativ lächerlich, weil dann kriege ich die kaum ins Mauerwerk gedrückt. Ergo müsste man dann den Rauputz irgendwie runterkriegen und die Verputzung und den Mini-Tresor dann direkt in der Wand verschrauben. Dann wäre es okay, wenn man den versenkt, aber ansonsten nicht. Ansonsten solltet ihr euch wahrscheinlich eigene Bolzen nochmal holen und die dann tief ins Mauerwerk treiben. Die Schlüssel zeige ich gerade auch mal, wenn ich ihn rausbekommen würde. Relativ einfaches Schloss. Also ich sag mal so, wer Dietriche bauen kann oder sowas, wird wahrscheinlich mit dem Ding eh keine großen Probleme haben. Auch diese, also der ist jetzt abgeschlossen und ihr hört es ja, der klappert ein bisschen rum. Hier oben würde ich notfalls auch ein kleines Brecheisen reinkriegen und dann müsste das Ding erstmal beweisen, wie stark es ist. Also wer einen richtig einbruchsicheren Tresor braucht, wird hier sicherlich nicht mit glücklich. Allerdings für die Preislage mit, ich weiß gar nicht genau, 25, 30 Euro irgendwo in der Spanne war er drin, ist das Ding in Ordnung und wie gesagt, bei mir soll es eh nur dazu dienen, um eine Festplatte reinzulegen. Nicht, weil ich jetzt hier Angst habe, dass ihr mich überfallt oder alles, sondern einfach, um nochmal einen sicheren Backup-Hafen zu haben oder einen anders gesicherten Backup-Hafen. Ihr seht, das Ding ist auch so nicht wirklich dickwandig, aber es wird seinen Dienst schon tun. Gegen Feuer wird es nicht geschützt sein. Also alles, was drin liegt, wird bei einem Feuerzeug wahrscheinlich schon das Dampfen anfangen und damit jetzt auch nicht großartig bei einem Hausbrand überleben. Aber wie gesagt, der Preis macht. Dafür, dass es so ein kleines Teil ist, sieht es dann zumindest von außen und im geschlossenen Zustand aus wie ein richtiger Tresor. So ist es eine bessere Geldkassette. Ne? Ohne die Verschraubung in der Wand, also der ist dann auch nicht schwer. Den nehme ich hier, ich mache den nochmal auf, damit ich einen Griff habe. Ich hebe den mit einer Hand locker 50 Mal nach oben. Ja. Aber trotzdem, ich finde ihn ganz süß. Ja, wo er steht, wisst ihr ja. Es wäre richtig schön, wenn ihr mich als Kunden mal besucht oder sowas. Nicht nachts, wenn ich nicht da bin. Aber
Ich bin ganz zufrieden damit. Den großen Bruder kann es natürlich nicht schlagen. Trotzdem, Preis-Leistung stimmt. Und dafür sieht er relativ schick aus. Man kann den verbauen, man kann den auch irgendwo in den Schrank reintun oder sowas. In einem Schrank sage ich immer, naja gut, wer so Möbeltresore oder sowas sind jetzt nicht das Hipste. Ansonsten kann man einfach den Schrank zusammenschlagen oder den ganzen Schrank raustragen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, sondern wenn man so ein Ding schon verwendet, dann gehört er auch ordentlich in die Wand gestopft und dann hält er einiges mehr aus. Alles klar. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht den ganzen Testbericht nochmal auf produktkritiker.de nachlesen würdet. Da gibt es dann auch noch die besonderen Features und Screenshots und sowas zu dem Ding. Und wer sich überlegt, so ein Teil zu kaufen, darf auch gerne die Links auf meiner Homepage verwenden. Kriege ich nochmal 2 Pfennig ab und werde damit richtig happy, reich und kann mir auch den nächstgrößeren leisten. Alles klar, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich bin euch wie immer nicht zu sehr auf den Sack gegangen. Bis demnächst und nicht vergessen, produktkritiker.de.